Utopie ist unmöglich. Denk lieber zweimal nach. Wir haben in unserer Welt heutzutage ein System oder überwiegend Systeme, die Freiheit und Sicherheit irgendwie vereinen sollen. Es ist sozusagen eine Mitte, also Demokratie ist die Mitte aus Anarchie und Kommunismus. Anarchie bedeutet totale Freiheit im Austausch für Sicherheit. Und Kommunismus bedeutet Sicherheit im Austausch für Freiheit. Jetzt bedeutet das sozusagen, Anarchie ist freier Wille und Kommunismus ist Zwang. Die Sache ist aber, freier Wille ist Illusion. Genauso ist aber Zwang auch Illusion. Eigentlich, wir bewerten nur selber, was wichtiger ist als das andere. Das, was für mich aber wichtiger ist, ist für jemand anderen unwichtig und andersrum. Das ist das Problem dahinter, dass die Menschen erstmal nicht gleich sind, ne? Wenn alle Menschen gleich wären, dann wäre eine Utopie nur das logische Auskommen. Egal, ob man sich für Anarchie entscheidet oder für Kommunismus, es würde das Gleiche bedeuten. Das Problem liegt also wenn man die Erreichung der Utopie als Ziel sieht, dann liegt das Problem, was uns daran hindert, dahin zu kommen, in unserer Disbalance, in unserer Ungleichheit. Ne? Das ist jetzt ohne Bewertung. Ich sage nicht gut und schlecht. Ich sage nur, was das objektiv. Weil beides ist immer gut und schlecht. Beides hat Vor- und Nachteile. Es ist aber so, dass wir Menschen oder alle Lebewesen die Wahl haben, entweder wenn sie sich für eine Richtung entscheiden, entweder in dieser Richtung weiterzugehen oder sich zu verändern, die Richtung zu wechseln. Und beides ist sowohl einfach als auch schwer. Denn je weiter wir in eine Richtung gehen, desto bekannter wird uns diese Richtung, desto weniger Anstrengung brauchen wir, um weiterzulaufen. Und gleichzeitig wird es aber langweiliger. Das heißt, es wird immer leichter zu laufen in dieselbe Richtung, weil unsere Muskeln sich daran anpassen, unser Kopf. Wir können das dann irgendwann unbewusst sogar machen. Aber genau das verliert dann an Wert. Und wir tendieren dann zur selben Zeit weiterzugehen oder in die andere Richtung zu gehen. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, entscheiden wir uns. Und wenn wir keinen Sinn mehr darin sehen, weiterzugehen in die andere Richtung, dann signalisiert unser Körper das auch mit Schmerzen. Das ist auch die Situation, wenn man entscheidet sich doch dafür, sage ich mal, Schmerz nicht spüren zu wollen und isoliert sich zu Hause beispielsweise. Oder genau, man lässt es sich gut gehen, vermeintlich. Was dann passiert ist, das hat sich ja so gut angefühlt am Anfang, mal abzuschalten und fernzusehen vielleicht einen Tag, weil man davor die ganze Zeit gearbeitet hat, vielleicht sein Leben lang. Das heißt, der Reiz war unglaublich groß. Wenn man jetzt aber 3 Monate lang jeden Tag fernsieht und nicht mehr arbeiten geht, dann zieht man gar keine Befriedigung mehr aus dem Fernsehen. Man wird nun vielleicht abhängig und bla bla bla. Und man kann nicht mehr loslassen, weil jetzt wieder zurück in die andere Richtung zu gehen, Anstrengung bedeuten würde. Gleichzeitig würde das aber den Weg aus diesem Trott bedeuten. Also, es herrschen zu jeder Zeit zwei Kräfte auf uns. Einmal das Wachstum, ob negativ oder positiv, also alles ist Wachstum, egal ob wir uns selbst zerstören, das ist auch Wachstum, aber negatives Wachstum. Also Wachstum und Balance zum Null, also da bleiben, wo man ist. Und beides bedeutet beides. Wachstum bedeutet Tod und Tod bedeutet Wachstum. Das heißt, Leben bedeutet Tod. Okay. Das ist jetzt, wieso laber ich so viel? Das Problem ist, jetzt wieder zurückzukommen auf das Staatssystem, das Regierungssystem. Unser Problem ist, weil ja beides bedeutet. Wachstum bedeutet Tod, genauso wie Leben. Und stagnieren bedeutet auch Leben und Tod. Das ist das Problematische bei der Balanceerreichung. Und zwar, die Demokratie macht schon Sinn,
weil es das mittlere System ist. Aber es ist dumm zu glauben, dass das System alleine ausreichend ist, um in die richtige Bahn zu lenken. Warum? Weil genau das Problem bei dem Kommunismus ist zum Beispiel. Das ist ein System, was versucht, alles so aufzubauen, dass die Menschen sich nur daran anpassen müssen. Genau das versucht ja die Demokratie auch, sage ich mal. Und sie versucht einem gewisse Freiheiten zu lassen, aber gibt einem einen Rahmen auch dafür und so weiter. Und das ist halt immer der Zwiespalt, den Rahmen zu sprengen oder sich innerhalb des Rahmens zu bewegen. Und je nach Situation, wie es uns geht, entscheiden wir uns halt. Also wir brauchen immer Abwechslung. Das ist schon mal Fakt. Wir bewegen uns. Also was bedeutet das, Abwechslung? Wir bewegen uns. Wir wachsen, ob wir wollen oder nicht. Zu jeder Zeit, jede Sekunde. Sterben Zellen in unserem Körper und wachsen neue Zellen. Jede Sekunde. Die Erde dehnt sich aus. Die Erde wächst oder das Universum dehnt sich aus. Das heißt, es gibt keine stationären Dinge, es gibt keine statischen Dinge. Alles ist dynamisch, alles verändert sich. Aber wenn sich alles in dieselbe Richtung bewegt und nie die Richtung ändert, dann verändert sich alles in eine Richtung. Das ist so, das ist das gleiche wie, das ist sowohl die größte Disbalance als auch die größte Balance. Weil man halt auf diesem Weg dann sozusagen eine Gerade fährt und nicht mehr den hier macht. Das bedeutet, das ist Balance. Aber man bewegt sich halt in eine Richtung, in eine bestimmte Richtung, ob oben oder unten, man bewegt sich halt nur nach oben. Und das ist halt das Schwierige dabei, das immer zu kalkulieren, zu kalibrieren. Okay. Das Problem ist jetzt beim Kommunismus oder Anarchie, diese Systeme führen nicht zum Ziel, sondern der Mensch muss sich selber immer anstrengen und auch mal loslassen, festhalten und loslassen. Der muss sich in eine Richtung bewegen und dann in die andere Richtung bewegen. Und idealerweise niemals dasselbe Muster wiederholen, weil das ja zur Disbalance führt. Das heißt, wenn man einmal etwas gemacht hat, dann sollte man das nächste Mal das Gegenteil davon machen. Aber wenn man das nächste Mal die erste Sache macht, wenn man jetzt wieder das Gegenteil machen würde, dann würde man sozusagen ein Muster aufbauen. Und das wäre dann eine Disbalance. Das heißt, man würde sich antrainieren, sage ich mal, nach jedem Mal, wenn man diese erste Sache macht, die zweite Sache zu machen als Gegenteil. Und das ist dann schon wieder eine Routine. Das heißt, man müsste nach der ersten Sache dann eine andere Sache machen. Eine komplett andere, also nicht das Gegenteil, sondern eine dritte andere Sache. Und danach wieder und so weiter. Danach müsste man mit der dritten Sache anfangen und dann bla bla bla. Und je nachdem, wie viele Sachen man hat, wie viele Möglichkeiten, sollte man alles von allem irgendwie mal ein bisschen machen und ohne Muster. Das Problem ist aber, wir haben bestimmte Sachen, für die wir uns entscheiden müssen in diesem Leben, entscheiden sollen, genauso wie Jobs, Berufe und so weiter, wo wir auch durch Wiederholung erfolgreich werden, weil das ist das Einzige. Je mehr wir etwas wiederholen, je mehr wir eine Disbalance stärken, desto mehr erzeugen wir Erfolg in diesem einzelnen Bereich. Und so ist halt unser ganzes Leben aufgebaut, auf Disbalance, auf Stärken und Schwächen und diese auszuweiten. Genau. Und das Problem ist, dass die Menschen zwar ihre Stärken stärken, aber ihre Schwächen nicht stärken. Beziehungsweise ihre Schwächen nur stärken können, wenn sie ihre Stärken vernachlässigen. Aber gleichzeitig braucht man ja seine Stärken, um seine Schwächen auszugleichen. Und das macht man in der Regel auch. Aber ist ja auch egal. Die Hauptsache ist, kommen wir jetzt zurück zum Thema Utopie. Wir wissen also, der Mensch oder kein Lebewesen auf dieser Welt bleibt gleich. Zu jeder Zeit, wenn wir jetzt alle gleich machen würden oder jedem das geben würden, was er braucht, ne? Dann wäre, dass jeder gleich zufrieden wäre. Das Leben geht ja weiter. Das heißt, wir müssen immer in der nächsten Sekunde
weil die Zeit weitergeht und nicht angehalten wird, dann müssen wir uns wieder verändern. Wir müssen uns immer für eine Richtung entscheiden und gegen alle anderen Richtungen. Das heißt, in diesem Moment kriegen wir eine Disbalance. Das Schwere ist dann, zu kalibrieren, zu entscheiden, zu kalkulieren, wann wir umkehren und welchen Nutzen das hat. Und da ist es eben jetzt an der Wissenschaft und an uns auch, uns selber kennenzulernen und zu wissen, wer wir sind, wie viel wir Menschen kapazitär aushalten können. Und die Sache ist, was man herausfindet, ist, das, was wir immer für Möglichkeiten haben, scheint immer doch möglich zu sein. Und es kommt nur darauf an, wie sehr man sich anstrengt. Das Wachstum nach oben scheint genauso wie das Wachstum nach unten unendlich zu sein. Also Himmel und Hölle. Es ist bodenlos. Man kann auch psychisch, sage ich mal, man kann immer weiter in ein Loch runterfallen. Es ist wie eine Schlucht. Aber genauso geht es nach oben auch kein Ende. Man kann immer weiter wachsen. Also wir brauchen, die Sache ist, was wir brauchen würden, ist, wir müssten uns alle auf ein Wertesystem, auf eine Sache einigen, um die Utopie zu verwirklichen. Und eigentlich haben wir das alle in uns. Und zwar, wir sind ja zurzeit Menschen, ne? Und der Mensch selber müsste doch eigentlich, es müsste ja in seinem Interesse sein, und das ist es ja auch, dass wir wachsen und dass wir uns nur vermehren. Dass die Lebensform Mensch weiter wächst und dadurch bestehen bleibt. Das Paradoxe daran ist, je mehr wir uns durchsetzen, je stärker wir werden, wir müssen uns also anpassen, um am Leben zu bleiben, wir Menschen. Wenn wir uns nicht anpassen an die Natur, dann sterben wir aus. Der Logikfehler oder die Logik dabei ist aber, um am Leben zu bleiben, unsere Rasse zu erhalten, müssen wir uns ständig verändern. Das heißt, um zu überleben, müssen wir Menschen uns verändern zu einer anderen Lebensform. Wir müssen evolvieren oder wie die Scheiße heißt. Evolution. Und das ist das Problem. Das heißt, je nachdem, wie die Welt sich verändert, wenn wir uns daran anpassen, werden wir zu Robotern oder was auch immer. Weil wir wollen immer effizienter werden und so weiter. Wenn wir also für den Wachstum und den Erhalt der menschlichen Rasse kämpfen, dann werden wir zu einer anderen Lebensform. Dann werden wir gar nicht mehr Menschen. Das ist das Paradoxe. Wir verlieren das Menschsein. Und deswegen es herrscht halt das Wachstum, aber auch die Fusion. Also, es ist Plus und Minus, ne? Und die Null. Die Null ist die Fusion von Plus und Minus. Die Spaltung von Plus und Minus ist das Auseinanderklaffen, wie nennt man das? Also es ist Attraktion und Abstoßung. Die Abstoßung ist Wachstum. Und zwar, beides ist aber Wachstum, genauso wie Fusion auch Wachstum ist. Nur bei einem teilt sich die Zelle auf in zwei und bei dem anderen schließen sich die Zellen zusammen in eine. Sie werden aber immer zu einer anderen Lebensform. Und warum macht sie das? Weil sie es kann. Okay. Und das ist jetzt das Muster, dem wir folgen. Und das macht es so schwer, wenn wir eine perfekte Utopie erzeugen würden. Und das wäre nur möglich, sage ich mal. Also jetzt eine ideale Utopie. Jetzt gar nicht bezogen auf Menschsein, wäre ein Leben ohne Mangel. Ne? Wenn man immer alles hat. Das Problem dabei ist, wenn man immer alles hat, dann braucht man sich nicht mehr bewegen. Dann, wenn alles gleich viel wert ist, dann kann man nicht mehr entscheiden, in welche Richtung man geht. Wenn man sich für eine Richtung entscheidet, man alle anderen Sachen kaputt macht. Das ist jetzt schwarz-weiß sehen, aber es ist so. Es ist einfach so. Weil man vernachlässigt alle anderen Bereiche,
Wenn man in einem Bereich 101% Energie legt, dann haben die anderen Bereiche alle 99,9% oder so. Ja. Und so ist das jetzt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn wir eine komplette Gleichheit erreichen würden, wenn wir jetzt darauf hinarbeiten, sage ich mal, dann würden wir genau in diesem Moment, nur in diesem Moment würden wir Utopie erfahren. Im nächsten Moment würden wir uns wieder zerstören. Also wenn wir 100% erreichen, diese 100% sind eine Illusion. Im nächsten Moment sind die nicht mehr 100% auf jeden Fall. Also, weil das Universum wächst ja, die Zeit geht ja weiter. Wir verändern uns. Und wir haben Hunger. Das ist das Einzige, warum wir erfolgreich sein müssen. Wir haben Hunger. Wir brauchen Energie zum Leben. Und das ist halt die Regel, wie im Death Note, die alles kaputt macht sozusagen. Wenn die nicht wäre, dann wäre Light schon längst am Arsch gewesen. Dann müssten wir uns gar nicht mehr bewegen. Dann wäre alles hier, dann wäre die Utopie schon drinne. Aber wir haben Hunger, wir sind abhängig von Essen oder von Trinken oder von bla. Und deswegen müssen wir uns bewegen. Die Sache ist aber jetzt, das heißt doch eigentlich, Utopie ist unmöglich, oder? Und da kommt jetzt die Sache ins Spiel. Wenn wir uns alle auf eine Sache, auf ein Ziel einigen würden, und das wäre jetzt der Wachstum, der Lebenserhalt, der Erhalt der Menschheit, was ja nicht unbedingt positiv oder negativ ist oder überhaupt logisch, weil eben durch Wachstum, wie ja gesagt, wir unsere Menschlichkeit verlieren, weil wir in der Evolution weitergehen. Aber andernfalls müssten wir uns halt selbst ein bisschen zerstören, immer unser Wachstum, uns an unserem Wachstum hindern, um halt am Leben zu bleiben. Aber wenn die Umwelt sich verändert, dann werden wir uns zwangsläufig an die Umwelt anpassen. Und deswegen verändern wir Menschen auch unsere Umwelt und passen sie an uns an, damit wir bleiben können, wer wir sind. Das ist in uns drin schon. Ob wir das bewusst oder unbewusst machen, wissen wir nicht. Aber das ist der Selbstzerstörungstrieb auch. Um zu wachsen, muss man sich selbst zerstören. Das heißt, der Mensch muss zum Roboter werden, da muss er sich selbst zerstören. Und um man selbst zu bleiben, muss man sein Wachstum zerstören. Das heißt, sein Umfeld, sein veränderndes Umfeld muss man kaputt machen und gleich bleiben machen, damit man selber gleich bleiben kann. Das ist die Logik dahinter. Wenn wir jetzt uns ein Ziel setzen würden, sagen wir einfach, wir setzen uns das Ziel Wachstum und Erhaltung der menschlichen Rasse oder Wachstum der menschlichen Rasse, ganz einfach, genau. Das sind die zwei Ziele, die so paradox sind. Dann würden wir jetzt versuchen, so effizient wie möglich zu leben und immer weiter zu gehen. Okay, nochmal, also angenommen, wir leben nur fürs Wachstum. Dann würden wir immer effizienter werden, immer besser und so weiter, und zwangsläufig würden wir Roboter werden und wir würden unseren Egoismus ablegen. Wir würden erkennen, dass wir alle nur eine Zelle sind und dass das ganze Leben nur eine Zelle ist und dass es uns am besten geht, wenn wir langsam und beständig wachsen und wenn es der Welt am besten geht, sozusagen. Wir würden selbstzerstörerisches Verhalten würden wir ablegen, zumindest das, was uns unten behält. Das Problem ist aber, dass je länger wir uns dann auf diesem Weg begeben, dass wir dazu tendieren, wieder einen Ausgleich zu suchen. Die Selbstzerstörung kann man nicht abschalten. Das ist auch unsinnig, das ist gar nicht der Fakt. Aber optimales Wachstum, die optimale Wachstumsrate zu erreichen in jeder Hinsicht, das wäre dann das Hauptziel. Und dazu gehört es halt auch, zwischendurch zu regenerieren, Pause zu machen und so weiter. Wir würden aber, um effizienter zu werden, würden wir halt unsere Körper selber verändern und versuchen, andere Ressourcen von Energie anzuzapfen und so weiter. Und vielleicht würden wir sogar versuchen oder lernen, dass wir gar kein Essen brauchen zum Leben und würden aufhören, Kinder zu füttern, sodass sie sich an Essen gewöhnen, sondern wir würden unsere Kinder so erziehen, dass man sich von Sonnenenergie oder Luft oder was auch immer ernährt. Das Problem ist,
Da gibt es wahrscheinlich kein Ende, weil alles nur Anpassung ist. Wir werden zu einer anderen Entität. Der Mensch braucht Essen. Das ist das, was uns irgendwie zum Menschen auch macht. Wenn wir kein Essen bräuchten, keine Nahrung. Aber jede Lebensform braucht ja Nahrung. Das Ding ist, am Ende ist es so, dass jede Lebensform ihre Schwäche darin hat, dass sie Nahrung braucht, dass sie Energie braucht. Wenn eine Zelle sich selber erhalten könnte, ohne von außen Energie zu bekommen, dann wäre sie unschlagbar. Ne? Dann wären die Möglichkeiten unendlich. Aber dann müsste sie auch nichts mehr machen. Weil dann müsste sie ja nicht mehr bewegen, weil der Sinn darin, sich zu bewegen, ist es, eine Balance auszugleichen. Also einen Mangel auszugleichen, zum Beispiel Hunger. Wir haben Hunger, das heißt, wir haben einen Mangel an Energie und um den auszugleichen, müssen wir uns bewegen. Sonst sterben wir. Die Sache ist aber, wenn wir zum Beispiel aufhören zu atmen, was uns ja am Leben erhält, was uns aber Energie kostet, wenn wir aufhören würden zu atmen, dann würden wir in einen Zustand des Todes übergehen, ne? Und dann wären wir theoretisch Teil von allem. Dann brauchen wir nichts mehr, wenn wir tot sind. Wenn wir in der Null sind, dann brauchen wir nichts mehr zum Leben. Dann sind wir balanciert. Und dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu bewegen. Also ist das Ideale, was man beim Kommunismus sucht, ist halt das Zurückgehen zur Null. Was halt irgendwie keinen Sinn macht. Weil wenn man doch hier ist, warum will man dann zurück? Aber es macht halt genauso viel Sinn, wie weiterzugehen, ne? Es ist egal, was man macht. Entweder man nimmt am meisten aus dieser Erfahrung hier raus, aber je nachdem kann das halt alles bedeuten, weil dass man ein balanciertes Leben führt oder dass man nur ein einseitiges Leben führt, beides ist ausgeglichen, sage ich mal. Der eine kann nicht mehr leben als der andere, weil alle gleichwertig sind. Also es ist nur eine Illusion. Das Ding ist, Zwang ist auch eine Illusion, weil genau das ist es. Wir bewerten nämlich, warum ist Zwang eine Illusion? Wir bewerten das Leben, unser Leben, über das Leben von anderen. Weil unser Tod bedeutet eigentlich nur das Leben von anderen Organismen. Wir werden gefressen durch Bakterien oder durch Viren, die in unserem eigenen Körper leben. Und wenn die stärker werden, dann werden wir schwächer. Und wenn die unseren Körper angreifen und unsere DNA zerstören oder was auch immer, dann sterben wir irgendwann, wenn die gewinnen. Und am Ende ist der Lebenswille wahrscheinlich entscheidend. Genau das ist es. Wenn wir Willen haben, wollen, leben wollen, dann aktivieren wir unser Immunsystem. Wir sagen, wir wollen leben. Also macht unser Körper, dass wir leben. Wenn wir sagen, wir wollen nicht leben, dann hilft uns unser Körper und schwächt sein Immunsystem. Also er lässt es zu. Weil die Viren sind ja schon in unserem Körper. Die müssen nur wachsen. Und die wachsen sowieso. Ihr Wachstum wird nur blockiert von unserem Immunsystem. Ja, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Naja, Zwang ist eine Illusion. Denn genau deswegen, weil wir unser Leben überbewerten über das von anderen Organismen, deswegen zwingen wir uns, deswegen haben wir diesen Trieb, Hunger, dass wir jetzt essen müssen. Eigentlich müssen wir nicht essen. Wenn alle Lebewesen gleich bewertet werden, dann müssten wir nicht essen. Aber dann müssten wir auch keine Menschen geworden sein. Was? Werden worden. Was? Dann hätten wir keine Menschen werden müssen. Ja. Und deswegen bewegen wir uns. Also wir haben den Zwang sozusagen. Das fühlt sich halt schlecht an für uns. Unser Tod fühlt sich schlecht an.
Deswegen wollen wir uns gut fühlen und wollen essen. Und somit halten wir uns am Leben. Aber dadurch nehmen wir halt auch andere Organismen in uns auf und wir werden jemand anders. Also heißt Veränderung überleben und gleichbleiben heißt Tod. Und genauso heißt Veränderung Tod und gleichbleiben heißt überleben. Also, deswegen ist Zwang eine Illusion, weil wir uns selber diesen Zwang geben. Eigentlich müssten wir gar nichts machen, aber dann würden wir halt sterben. Und gleichzeitig ist halt freier Wille eine Illusion, weil wir sowieso schon, wir entscheiden uns nur anhand dessen, was hier oben schon da drin ist und wie unser Körper aufgebaut ist. Das macht unsere Entscheidung aus. Und zwar dann kommen halt diese unendlichen Variablen, die halt zufällig oder schicksalhaft, die wir im Leben durchlaufen. Jede Situation, jeden Moment, jeden Menschen, den wir begegnen, jede was auch immer, Eventualität, ist halt eine von vielen Möglichkeiten. Und die Sache ist, je nachdem, welche Eventualität wir begegnen, die ist sozusagen schon vorprogrammiert. Wir haben uns schon längst entschieden. Wir wissen nur noch gar nicht, warum, dass es passiert ist. Oder wir wissen noch gar nicht, warum. Wir haben uns schon längst entschieden. Egal, was wir im Leben machen. Und wenn wir uns umentscheiden, dann haben wir uns davor schon entschieden, uns umzuentscheiden irgendwann, falls es so und so kommen würde. Das ist also schon innen gespeichert. Das heißt also, freier Wille und Schicksal, also Zufall und Schicksal ist das gleiche. Freier Wille und Zwang ist das gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Beziehungsweise gibt es beides und keins davon. Und deswegen, der Weg aber zu einer Utopie wäre es trotzdem. Sagen wir auch, wir wählen Anarchie als Form. Am Ende würde das Gleiche rauskommen. Also, egal ob wir Kommunismus wählen oder ob wir Anarchie wählen würden, am Ende würde immer das Gleiche rauskommen. Und zwar eine Demokratie. Weil die Demokratie ist genau das. Es ist eine Art System der Freiheit. Also es vereint beides. Und es ist irgendwie in der Mitte und dann gibt es halt links und rechts und die wechseln sich ab und so weiter und so fort. Man könnte auch aus der Demokratie eine Utopie machen. Aber es gibt so eine Sachen, die allgegenwärtig sind, wie zum Beispiel das Geldsystem, was das unglaublich erschwert. Das Ding ist aber, wir Menschen mögen halt Disbalancen. Also wir wollen uns ja bewegen. Wir brauchen also immer eine Abfolge von Bewegung und von Stillstand. Immer wieder und am besten eine ideale Balance. Weil das ist sowieso das, was wir versuchen zu machen. Wir probieren immer was Neues und dann bleiben wir dabei. Und dann probieren wir aber wieder was Neues und dann bleiben wir auch dabei. Aber irgendwann halten wir uns fest an irgendwas, bleiben dann dabei und verändern uns nicht mehr. Und das ist dann das, womit wir uns identifizieren, das ist dann unser Leben. Obwohl wir eigentlich die andere Hälfte des Lebens gar nicht kennen. Schließen wir die aus, weil wir sagen, wir sind so zufrieden, wie wir sind, weil wir wissen, dass das Kennenlernen der anderen Sachen mit Schmerzen verbunden wäre. Und diese Schmerzen wollen wir nicht mehr. Oder weil wir davor zu viel Schmerzen hatten und so weiter und Sachen nicht verarbeitet haben und die um uns nicht und uns sowieso schon zu viel um unsere Stärken gekümmert haben und die Verstärkung unserer Stärken und wir nicht beachtet haben, dass wir Schwächen aufbauen, die wir eigentlich ausgleichen müssen. Also wir haben angefangen zu laufen, zu rennen, bevor wir gelernt haben, wie man richtig geht. Und jetzt sind unsere Füße ein bisschen verkrüppelt. Oder wir haben das Fundament nicht richtig gelegt und haben weitergebaut, den ersten, zweiten Stock. Und jetzt fängt das an zu rütteln. So machen wir das halt. So leben wir. Und danach lernen wir erst durch Schmerzen. Dadurch, dass dass wir Plattfüße bekommen und dann dadurch Rückenschmerzen und Knieschmerzen und so weiter. Dann lernen wir, ach Scheiße. Wir hätten gar nicht Schuhe anziehen sollen von Anfang an. Wir hätten erstmal überlegen sollen, was es für Konsequenzen hat, wenn ich mir diese scheiß Schuhe überhaupt anziehe. Ach ja, meine Muskeln werden schwächer, weil das Polster so weich ist und so weiter und so fort. Und das ist halt die Sache, die Überlegung. Aber bevor man etwas nicht macht, da kann man es nicht erfahren. Aber wir haben ja Vorfahren, die haben sich geopfert und die haben sich von Moskitos stechen lassen und die haben was auch immer gemacht und deswegen, und die haben es dann aufgeschrieben auf Papier, was sie auf toten Bäumen, aus toten Bäumen gemacht haben.
Und dadurch haben wir gelernt, dass zum Beispiel Bäume töten für Papier nicht gut ist. Ja. Aber das hätten wir nie gelernt, wenn die Leute nicht die Bäume getötet hätten und Papier daraus gemacht hätten. Da hätten wir immer weiter Bäume getötet, wahrscheinlich. Und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. So. Und der Weg jetzt zur Utopie wäre, und jetzt sage ich es, ein Ansatz. Aber es kommt nicht auf das System an, es kommt darauf an, was man daraus macht, innerhalb des Systems. Und das beste System wäre es, kein System zu haben. Das wäre aber trotzdem ein System. Das ist halt das Unlogische. Und zwar, dass man sagt, man macht nie das, was man davor schon mal gemacht hat. Man macht also immer etwas anderes. Das wäre dann eine perfekte Balance. Dann würde man nie eine Stärke und somit nie eine Schwäche sozusagen zu sehr ausbauen. Dann würde man auch in dieser Logik nie wirklich große Erfolge erzielen. Auf jeden Fall auf kurzfristiger Sicht, das stimmt. Auf langfristige Sicht wird man aber genau die gleichen Erfolge erzielen wie sonst auch. Also es braucht nur dann keinen Elon Musk und kein Nikola Tesla, sondern dann würden alle Menschen genau das Gleiche lernen, wie am Ende ihres Lebens gelernt haben, wie Nikola Tesla und Elon Musk, und würden halt nicht 30 neue Erfindungen in einer Lebenszeit machen, sondern jeder Mensch würde vielleicht eine neue Erfindung pro Lebenszeit machen. Wenn aber 30 Menschen leben in einer Kommune und jeder von denen eine Dings hat, eine Idee, oder sagen wir auch 8 Milliarden Menschen und jeder, keine Ahnung, Millionste von denen hat eine Idee, dann kommt es halt wieder aufs Gleiche hinaus sozusagen. Von mir aus jeder 300.000ste. Dann haben wir irgendwie 30, ne? So. Und ja, genau das ist es. Zusammen sind wir stärker. Und im Endeffekt hilft uns das langfristig, dass wir dann auch so werden. Aber ein Elon Musk zu haben, hat den Vorteil, so wie ein Gepard, der schnell sprinten kann, oder ein Usain Bolt, der kann halt keinen Marathon laufen, ne? Und wir würden dann Marathonläufer sein, wenn wir das so machen würden, so leben würden. Aber wir könnten dann nicht sprinten. Deswegen ist es auch gut, halt Sprint zu lernen und so weiter. Aber wir würden halt nie Usain Bolt werden und nie bla bla, sondern wir würden 15 Sekunden brauchen für 100 Meter und uns dann langsam, langsam steigen. Aber im Jahre 5 Millionen nach Christus, dann würde in jeder Welt, würde der Usain Bolt dieser Zeit, würde gleich schnell sein. Das sage ich. Das war dann die Balance. Also das Ziel ist das gleiche. Wie man da hinkommt, ist scheißegal. Wenn du eine Wunde hast und du legst ein Pflaster drauf, ist es scheißegal, wie du das Pflaster abziehst. Wenn du es schnell abziehst, dann hast du es zwar hinter dir, hattest aber mehr Schmerzen. Gleichzeitig hast du vielleicht deine Haut verletzt. Und das braucht jetzt länger zum Heilen. Trotzdem werden deine Heilungskräfte dadurch mehr aktiviert und so weiter. Oder du kannst es auch langsam abziehen, aber je langsamer du abziehst, desto mehr Zeit nimmt es in Anspruch, desto mehr Schmerzen musst du dauerhaft aushalten und so weiter. Und dann lernst du halt mehr Schmerzen dauerhaft aufzuhalten. Das Ding ist aber, am Ende heilt die Wunde wahrscheinlich gleich schnell. Und am Ende bist du halt geheilt zur selben Zeit. Und das ist alles egal. Alle Wege führen nach Rom. Das ist die Sache. Das Problem ist nur dabei, wenn man sagt, wenn man sich ein System macht, in dem man immer das Gegenteil macht von dem, was man eigentlich machen soll, also dass man immer seine Routine ändert, dann würde man ja genau da eine Routine aufbauen, dass man immer das andere macht. Und das wäre ja wieder ein Zwang. Und die Menschen würden wieder wollen, da auszubrechen. Das heißt, das ist halt das Problem. Deswegen haben wir ja auch diese. Also, ihr seht, wohin das läuft. Das Ding ist, wir müssten dann auch mal Sachen machen, die uns keinen Spaß machen. Und auch nicht nur die Zeit dafür planen, also dass wir freitags einen Tag frei nehmen, sondern dass wir auch mal am Montag uns frei nehmen, ne?
obwohl wir eigentlich da das wichtigste Projekt der Welt hätten. Und das wäre dann halt diese Ineffizienz, die uns dann so effizient macht, die dann für unsere Effizienz nötig wäre. Und das zu kalkulieren, in dem Moment, in dem wir kalkulieren, in dem wir einen Plan machen und diese Routine sozusagen festigen, in dem Moment kämpfen wir gegen unser eigenes Naturell und gegen die beste Effizienz, wenn unsere beste Effizienz in der Balance gefunden wird. Und das ist das Komplizierte und deswegen dauert dieses Video gerade 35 Minuten, weil die Demokratie dann eben genau das ist. Wir haben eine Mitte und wir haben außen Extreme und wir bewegen uns halt immer so in dieser Mitte und zu dieser Mitte hin und letztendlich zu dieser Mitte hin und dann in dieser Mitte, dann finden wir da wieder eine Mitte und so weiter. Und das ist es. Also Utopie ist genauso möglich, wie sie unmöglich ist. Man müsste halt ständig anpassen. Und der einzige Weg, wie man eine Utopie erreicht, ist, wenn man sich das Ziel setzt, eine Utopie zu erreichen. Das stimmt aber gar nicht, weil es gibt noch einen Weg, und zwar, indem man sich gar keine Ziele setzt, dann erreicht man auch eine Utopie. Aber im Endeffekt ist halt eine Utopie auch eine Dystopie. Das ist synonym. Aber ich sage trotzdem, es wäre möglich, weil wir Menschen, wir können uns entscheiden für eine Sache und wir zwingen uns dann. Sagen wir auch, wir würden im Endeffekt das Gegenteil. Sagen wir, wir machen immer, wenn wir uns heute für etwas entscheiden, dann machen wir in 50 Jahren das genaue Gegenteil von dem, was wir heute gemacht haben. Dann, wenn wir uns jetzt für die Utopie entscheiden würden, für totale Freiheit, dann oder für Anarchie, dann müssten wir uns in 50 Jahren für totale hier Kommunismus entscheiden. Und im Endeffekt wäre das Ergebnis wäre das gleiche, nur in grün. Also wäre das Gegenteil, aber das gleiche. Okay, das war's.